es gibt keine Fehlerkultur mehr. Nicht, sobald du einen Fehler machst, wirst du abgeschossen. Und wir sind so Menschen und Menschlein und ein paar Fehler passieren. Und wir sollten so großzügig sein. Und Vergebung ist ein wichtiger Punkt. Und da merkt man, jeder Mensch, egal in welcher Führungsschicht, braucht auch einen, der sagt, ist okay. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Wenn das Stichwort Kloster fällt, dann denken viele Menschen an Einsamkeit, dicke Mauern und ein recht langweiliges Leben. Unser heutiger Gast ist eigentlich das beste Gegenbeispiel dafür. Sie ist eine absolute Powerfrau, sie ist eine gefragte Rednerin und eine große deutsche Tageszeitung bezeichnete sie einmal als deutsche Antwort auf Sister Act. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns ist, Schwester Theresa Zukic. Herzlich willkommen. Hallo. Das Ordensschwester sein wurde Ihnen, glaube ich, nicht wirklich in die Wiege gelegt, oder? Oh nein, wirklich nicht. Wie waren Ihre Startbedingungen? Sehr schwierig. Kein Mensch hätte je geglaubt, dass ich mal ins Kloster gehe. Denn mein Leben war geprägt von Leistungssport und Erfolg und Karriere machen. Ich kannte Gott nicht, war nicht getauft. Ich wollte nur Karriere machen und es war für mich eigentlich alles, was mit Glauben oder Gott zu tun hat, in weite Ferne, als ich Kind war. Der Sport hingegen war Ihnen, glaube ich, schon in die Wiege gelegt durch Ihren genau, Vater. Genau, ja, er war Fußballspieler, wir sind in Kroatien geboren, er ist entdeckt worden, so kamen wir hierher und ja, es hat sich bald herauskristallisiert, dass ich sehr viel Talent sportlich habe und dann habe ich mit Kunsttouren angefangen, als Kind schon und wurde hessische Meister im Schwebebalken und dachte, wow, bloß wegen der Verletzung musste ich dann aufhören mit Touren, bin ich in die Leichtathletik, ja, und dann ging so richtig los mit Mehrkampf und auf einem Sportinternat, badische Meisterin und ja, und ich dachte, jetzt geht's richtig los, die Karriere. Und dann ging es aber richtig in eine andere Richtung los. Genau. Wie ist das gekommen? Ja, ich war eben in diesem Internat und hatte am nächsten Tag ein Basketballspiel und ich bin ganz normal ins Bett gegangen, höre Musik, Queen, meine Lieblingsgruppe und ich denke, jetzt schläfst du ein und bist fit und gegen 2 Uhr früh wache ich auf, kann nicht mehr schlafen und wälz mich im Bett und ich denke, lies was, vielleicht bist du wieder müde und meine Freundin hatte genau an dem Abend mir einen Stapel Bücher ins Zimmer gelegt, wollte sie aussortieren. Ja, und ich greife zum erstbesten Buch, es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel geschaut, ich hatte nie Religionsunterricht. Und ich schlage irgendwo auf, steht der Bergpredigt, was ist das denn? Und ich den Satz lese, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Ja, werde ich existenziell berührt. Und ich lese diesen Satz, selig, die ein reines Herz haben. Und ich denke, du kannst Gott schauen, das gibt's doch gar nicht. Oder wenn ich einen auf die rechte Wange und halte ihm die linke hin, wie kann man denn so leben? Und ich lese die ganze Nacht und erfahre von Jesus, wie er gelebt hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er brutal ermordet wurde und wie seine Freunde sagen, er lebt. Und am nächsten Tag hatte ich ein liebes Basketballspiel und ich so richtig einen schönen Korb werfen, nö, werde ich sehr böse gefault, alles schimpft. Und früher hätte ich dir bestimmt Revanche gezeigt. Doch dann fiel mir dieser Satz ein. Ich habe anders reagiert und gemerkt, das stimmt. So ein Frieden in dir, so eine Freude, da ist was dran. Bin wieder nach Hause gelaufen, wieder in diesem Buch gelesen. Tja, und so fing mein Abenteuer an. Also das hatte direkt Auswirkungen auf Ihr ganz konkretes Leben als Sportlerin in dem Fall, aber auch dann darüber hinaus. Ganz genau. Denn ich merkte schon dann im Training, ich war so fasziniert von Gott und ich habe nie Zeit gehabt für mich oder überhaupt für was anderes außer Training. Und jetzt habe ich auf einmal gemerkt, es gibt noch was, eine andere Welt. Und es gibt eine wundervolle Welt, die ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ja, und dann, wenn du im Training nicht mehr am Training denkst, an den Wettkampf, sondern an den lieben Gott und wie viele Hürden du da überwinden musst. Ja, und dann merkte ich, es hat alle den Glanz verloren. Ich hatte etwas gefunden im Glauben. Ja, ich dachte immer so, mein Leben ist ein lebenslustiges Lied. Aber als ich ja, Jesus fand, merkte ich, das war nur ein Lied, jetzt fängt eine Symphonie an und die wollte ich hören. Und ja, und dann ließ mich taufen und wurde Christin. Dann haben Sie die Sportlerkarriere hinter sich gelassen. Genau. Das sagen Sie jetzt relativ leichten Herzens. Ist Ihnen das damals leicht gefallen? Denn Sie haben ja auch unheimlich viel da investiert. Ja, ich seit Kindheit an habe ich eigentlich trainiert. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie Gott es geschafft hat. Aber es war von einem Moment auf den anderen, hat es an diese Bedeutung, die ich eigentlich hatte, verloren. Und nur meine Eltern taten natürlich schwer. Die dachten, jetzt bin ich in der Sekte oder ich bin verrückt geworden oder was. Aber
als ich ihn versucht habe zu erklären, nein, es ist etwas, was über mich gekommen ist und ich kann nicht zurück, ich muss diesen Weg gehen. Und das war sehr schwer, auch für meinen Trainer und alle, die haben auch gesagt, glaubst du, ein Mann mit weißem Bart im Himmel? Ja, also die konnten es natürlich nicht begreifen, aber ich konnte nicht anders. Gott hat mich gefunden, ich hatte ihn nicht gesucht. Sie sind also eigentlich außerhalb jeglicher christlicher Bezüge auf Jesus, auf Gott aufmerksam geworden. Sind Sie den Weg dann weiter alleine gegangen oder haben Sie sich dann der Kirche zugewandt? Wie ging das dann weiter? Ja, die Umstände, warum ich katholisch geworden bin, das muss Gott irgendwann erklären, aber ich habe dort einfach Leben gefunden und dieser Priester, der mich getauft hat, und ich habe da eine Gemeinschaft gefunden und für mich war klar, ich werde, also lass mich taufen, werde katholisch, und dann wollte ich ein soziales Jahr machen, weil mein Leben war jetzt völlig auf den Kopf gestellt. Ich wusste jetzt gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll und war in einem Familienfreizeitheim, ziemlich in der Rhön, in der Stille auch. Ja, und da habe ich lange, lange gebetet und bis Gott mir gezeigt hat, ich darf die Berufung weitergehen, ich darf Ordensschwester werden. Und das war für mich Himmel auf Erden. Wie hat denn da Ihr Umfeld reagiert? Oder sind Sie komplett aus Ihrem bisherigen Umfeld eigentlich rausgegangen? Ich bin eigentlich komplett rausgegangen. Und natürlich hatte ich auch Freunde. Aber wenn man so aktiv Sport macht, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es heißt Sport oder ich. Und dann konnte ich mich natürlich nur für den Sport interessieren. Und ich dachte immer, wenn ich einen Mann finde, dann möchte ich, den liebe ich zu Tode, 5 Kinder, mindestens eine Passgemeinschaft. Und ich habe einen wundervollen gefunden, einen ganz lebendigen Prinzen auf dieser Welt. Und der hat mich nicht mehr losgelassen. Die Vinzentinerinnen, das ist die Gemeinschaft, der Sie dann beigetreten sind. Was macht die aus? Es gibt ja ganz verschiedene Frauengemeinschaften, Männergemeinschaften in der katholischen Kirche. Es ist eigentlich ein Pflegeorden, wir haben Krankenhäuser, Kindergärten sogar gehabt. Deswegen habe ich auch Altenpflegehelferin gelernt, später dann Religionspädagogik studiert, um eben als Gemeindereferentin und Religionsunterricht eben auf der Straße zu sein. Und so war ich dann auch in einem sozialen Brennpunkt eingesetzt und habe mich halt für die Kids vor allem engagiert, mit ihnen Fußball gespielt, Basketball und auch Skateboard gefahren. Aber wer konnte denn ahnen, dass mich eines Tages Frau Schreinemackers entdeckt und ich als Skateboardfahrende Nonne bekannt werde? Das war nicht geplant. Das wäre jetzt nämlich auch mein nächstes Stichwort gewesen. Da müssen Sie uns auch noch ein bisschen erzählen mit Frau Schreinemackers und mit dem Skateboard, wie das war. Ja, das war ganz lustig. Ich bin so eigentlich im Zug unterwegs gewesen, soll den Besinnungstag halten. Und da waren zwar zwei nette Damen und ich habe von meinen Kindern ein Walkman bekommen und sollte unbedingt Guns N' Roses hören, also das ist ja richtig Hard Rock. Und ich habe halt da gesessen im Zug und habe halt da geniebt und dann haben die sich amüsiert über mich. Wir kamen ins Gespräch und natürlich meistens, wenn man mit Menschen oder Schwestern spricht, nicht Papst, Pille, Zölibat, erstmal diese heißen Themen. Ja, und dann kamen wir, wie ich auch berufen worden bin, und zum Schluss habe ich sogar noch gesteppt im Abteil. Aber ich wusste nicht, dass das Redakteure von Schreinemackers Live waren. Und und anschließend kam dann ein paar Tage später der Anruf, ob ich in die Sendung kommen möchte. Und so einfach geht das im Kloster nicht. Da muss natürlich erstmal der Rat sich zusammensetzen. Aber ich habe gesagt, ich gebe jedem Zeugnis. Auf der Straße würde ich es auch im Fernsehen tun. Aber wir wussten halt nicht, dass es so einen Hype gibt, dass 5 Millionen Zuschauer das sehen werden und dann dieses Skateboard halt wirklich inzwischen dieses Bild auf der ganzen Welt erschienen ist. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie waren dann auch richtig verliebt in Jesus und hatten Ihren Mann eigentlich dann auch in Jesus, in Gott gefunden. Waren diese ersten Klosterjahre, gab es denn da auch Momente, wo Sie dachten, boah, ob das jetzt so mein Weg ist? Gab es Zweifel am eingeschlagenen Lebensweg? Also ich muss sagen, das kann ich einfach nicht sagen. Also ich denke, ich zweifle an mir, an meiner Kirche manchmal, natürlich an vielen Traditionen oder Dingen, die vielleicht wir nicht so gleich verstehen. Aber ich konnte nie an diesen Weg und nie an Jesus zweifeln, das muss ich echt sagen. Das hat er mir geschenkt. Kann ich nicht. Ich kann an vielem zweifeln, verzweifeln, aber nicht, dass er lebendig ist. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich würde jetzt im Stadion andere Kinder trainieren wahrscheinlich, so wäre mein Weg gelaufen. Ja. Haben Sie den Glauben dann vielleicht auch als Gegenmodell zu diesem Leistungsdruck im Sport auch empfunden? War das eine Befreiung auch von einem gewissen Leistungsgedanken? Es war auf jeden Fall eine Befreiung, denn gerade in dieser Nacht habe ich ja bis zu dieser Nacht meiner Bekehrung immer gedacht, ich muss Bedingungen erfüllen, um geliebt zu werden. Ich muss ja brav sein, gute Noten schreiben, trainieren, dann wirst du Nummer 1, immer wenn, dann. Und da habe ich erfahren dürfen durch meinen Gott, du bist schon geliebt. Wie? Ich habe da noch gar nichts für dich gemacht. Und diese Erfahrung, diese bedingungslose Liebe, die ich wirklich unglaublich spüren durfte in dieser Nacht, die hat mich für mein Leben lang, hat diese Begegnung mich fasziniert und mir eine Liebe geschenkt, die ich einfach nicht in Worte fassen kann. Und deswegen gibt es für mich gar nichts anderes, als immer noch verliebt zu sein.
Das ist ganz wunderbar. Sie sind nach 9 Jahren in Ihrer ersten Kommunität. Genau. Haben Sie eine eigene gegründet? Genau, eigentlich stand ich vor der ewigen Provinz. Und ich wollte eigentlich, aber Gott hat mich rausgerufen. Wir haben gemerkt, wir sind noch zu weit weg von den Menschen. Und vielleicht auch durch diesen Medienboom oder die vielen. Wir haben einfach, so viele Türen sind aufgemacht worden. Und ich habe gemerkt, wir sind wirklich noch zu weit weg. Und er hat es gemacht, dass wir diese kleine Kommunität gründen durften mit Pfarrer Franz und Schwester Claudia. Und ja, und dann waren wir plötzlich im Bistum Bamberg und in Pegnitz fingen wir an mit dem Priester. Und ja, es war wunderbar. Erstmal war es ein bisschen schwierig, weil natürlich erst alle Leute, was wollen die überhaupt und was machen die? Wir hatten erstmal ein bisschen schwierig, wie jeder Anfang schwer war. Aber dann, wenn wir zurückschauen, war es wirklich eine Erfolgsgeschichte Gottes. Wir haben 7 Kirchenfestivals gemacht, wir haben 3000 Besuche gehabt. Wir haben diesen Kindergottesdienst Abenteuerland mit 300 Kindern über 11 Jahre. Wir haben alle 2 Jahre ein neues Musical gemacht. Wir haben wirklich lebendige Gemeinde gemacht. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es endet. Und Gott hat so viel gemacht, aber Gott führt immer weiter. Und ja, und dann sind wir immer weitergegangen. War das von Kirchenseite ein einfacher Prozess, zu sagen, wir machen jetzt einfach unsere eigene Gemeinschaft? Ist gar nicht einfach. Normalerweise wird da auch erst geprüft und gemacht. Und deswegen waren wir so erstaunt, als die meinten, Schwester Teresa, wenn Sie es wagen, wagen wir es auch. Und ja, und ich bin dem Bistum Bamberg sehr dankbar, dass Sie es gewagt haben. Und jetzt sind wir schon fast 25 Jahre, 23 Jahre gibt es die kleine Kommunität. Und ich denke, wir haben viel angestellt und wir haben viel Begeisterung vermittelt. Denn unser Charisma ist die Freude an Christus. Und ich glaube, das merkt man heute noch. Also kleine Kommunität heißt die Kleine Kommunität, die Geschwister Jesu, genau. Und die Kirche hat Ihnen dann eigentlich an 2 Punkten in Ihrem Leben eigentlich eine Tür geöffnet, wo Sie eigentlich sehr zurückhaltend gewesen wäre normalerweise, oder? Ja, sicher. Weil wir hätten ja gar nicht zu träumen, dass die sofort Ja sagen. Ja. Und dass die sagen, ja, sie haben doch schon so viel Gutes getan. Wir wollen sehen, was sie tun. Und das ist etwas sehr Schönes, dass man uns diese Möglichkeit gegeben hat. Wir sprachen gerade schon von Margarete Schreinemakers. Ein anderer Medienmann hat auch an einem bestimmten Zeitpunkt in Ihrem Leben eine große Rolle gespielt. Das war nämlich der Kollege Jörg Pilawa, wenn ich da richtig informiert bin. Genau. Ja, wir standen vor unserem 10-jährigen Jubiläum. Und wenn man Kirche mit Qualität macht, brauchst du viel Equipment. Wenn man Musicals macht, und das ist knapp manchmal das Geld gewesen. Und auch ich hatte noch kein Auto. Und da habe ich einfach mal gebetet, lieber Gott, wenn du mal was übrig hast, denk an mich. Und nach einem Jahr rief diese Castingfirma an, ob ich in die Quizshow will. Da wusste ich, mein Gebet ist erhört worden. Aber jetzt mussten wir erst einen Test machen. Machen überhaupt was wissen in München. Hunderte Kandidaten, 25 Fragen in 3 Minuten ankreuzeln. Wir haben es irgendwie geschafft und dann hieß es, es kann ein halbes Jahr dauern. Aber nach 3 Wochen kam schon der Anruf, wir sollen nach Hamburg kommen. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob du im Wohnzimmer sitzt oder auf diesem Stühlchen. Wirklich, aber der Jörg Pilawa war so bezaubernd, liebenswürdig. Ich war so aufgeregt, weil wir gehen ja nicht als Privatperson, als Pfarrer, Schwester. Was ist, wenn wir nach der 2. Frage rausfliegen? Aber Gott war mit uns. Wir haben 100.000 Euro erspielt. Und es war wirklich ein großer Segen, was wir damit tun konnten. Und das war in Ihren Augen auf jeden Fall eine Gebetserhörung? Auf jeden Fall. Gott wusste, wer was übrig hatte. Das sind diese Quizshows, nicht? Aber ich habe auch wirklich viel, viel gelesen und Tag und Nacht irgendwas, alle möglichen Fragen versucht, mir in mein kleines Köpfchen zu bringen, weil ich denke, ich habe Gott gebeten, jetzt muss ich auch was dafür tun. Und es kamen wirklich auch Fragen, die ich gelesen oder gehört hatte. Und ich danke Gott so sehr dafür. Er macht verrückte Dinge. Und Ihr Engagement für die Kinder, auch die Musicals, die Sie gerade ansprachen, hat Ihnen auch eine ganz besondere Ehrung eingebracht. Wir sehen es auf Ihrem Pullover. Ja, das genau. Ist das Bundesverdienstkreuz. Das war, glaube ich, auch ein ganz besonderer Moment für Sie. Es war unglaublich, als der Anrufer kam, und es ging um einen Termin, ob ich irgendwann Zeit hätte, direkt an meinem Namenstag. Im Oktober, um 15. Oktober, und ich dachte, er fragt mich wegen dem Vortrag an, und ich sage, Moment, da muss ich schauen. Nee, da habe ich eigentlich eine Kochshow in München, zeichne ich da gerade auf. Weil, wieso, warum? Ja, wir möchten Ihnen eine Auszeichnung geben. Wie eine Auszeichnung? Naja, den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Können Sie das wiederholen? Und ich, also fassungslos. Ich glaube, ich habe den ganzen Nachmittag geweint, weil ich das nicht vorstellen konnte, dass ich so eine Ehre bekomme. Und
Ja, und es motiviert mich jeden Tag zu sagen, gib dein Bestes und du wohnst in einem wunderschönen Land und dieses Land ehrt dich jetzt für deine Mühen und für das, was du tust. Und ich bin unendlich dankbar, weil es hat wieder Türen geöffnet, wo ich sage, ich darf Menschen erreichen jeden Tag, das ist etwas Wunderschönes. Jetzt haben Sie gerade fast en passant gesagt, da habe ich so eine Kochshow aufgezeichnet. Ja. Also Sie sind auf den verschiedensten Kanälen sehr aktiv auf jeden das Fall, stimmt, medial auch sehr präsent. Und man merkt Ihnen auch die Freude an, die Sie dabei haben. Jetzt heißt Ihr jüngst erschienenes Buch von der Zärtlichkeit Gottes. Das ist ja vielleicht, die Zärtlichkeit ist ja vielleicht auch so eine andere Seite, die da ins Spiel kommt. Warum ist Ihnen gerade die Zärtlichkeit Gottes so wichtig? Ja, erstmal war ich total überrascht, als der Herr der Verlag anfragt und sagt, ich soll ein Buch schreiben und sie hätten schon ein Thema, Zärtlichkeit. Ich muss sagen, ich war erstmal geschockt. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn da schreiben? Ich wusste überhaupt nicht, was ich da schreiben sollte und ich konnte damit erst gar nichts anfangen, bis ich dann las, was Zärtlichkeit eigentlich bedeutet, Zuwendung, Herzenswärme, Güte. Und dann denke ich, ja, mit Zuwendung hat mein Leben viel zu tun und dann sind mir unglaublich schöne Geschichten eingefallen, was ich mit Gottes Zärtlichkeit erlebt habe. Und dann bin ich dem auf die Spur, weil auch unser Papst Franziskus sagt, unsere Kirche, unsere Welt braucht mehr Zärtlichkeit. Damals habe ich mich schon gewundert, wie soll das gehen? Aber wenn wir uns den Menschen zuwenden, dann passiert da unglaubliche Dinge und dann ist es so ein Buch geworden mit unglaublich vielen schönen Begegnungen, wo man wirklich die Zärtlichkeit Gottes spüren darf. Und ich bin so dankbar, dass der Herr der Verlag nicht nachgegeben hat, weil ich ja so viel unterwegs bin, gar keine Zeit hatte, aber dass ich es doch geschafft habe. Und jetzt habe ich gerade gestern so eine Rückmeldung bekommen, eine Frau, die sagt, meine Tochter ist schon 40 Jahre psychisch so krank und ich habe ihr Buch gelesen, ich habe sie beim Vortrag gehört und es hat mir so Kraft gegeben, dass ich sie wieder umarmen konnte und sie annehmen konnte, wie sie ist. Und da danke ich Ihnen dafür. Und wenn sowas passiert, dann lohnt sich mein Leben. Wenn ich so eine Rückmeldung, dann hat sich mein Leben gelohnt, da hat sich dieses Buch gelohnt. Und es ist wirklich voller schöner Geschichten, auch voller Gebete immer wieder, auch am Schluss eines Kapitels und gute Worte. Und das ist, was ich sagen möchte, gute Worte. Wir haben so viel Hässliches in dieser Welt, aber diese schönen, diese verliebten, diese zärtlichen Worte braucht doch jeder Mensch. Und jeder Mensch lebt davon, dass jemand ihn anschaut, ihn wert empfindet, etwas Gutes sagt. Davon leben wir doch jeden Tag. Und ich dachte, so ein Buch ist dringend notwendig. Sie sprachen gerade von ganz vielen tollen Begegnungen, wo die Zärtlichkeit Gottes zu den Menschen sichtbar wird. Würden Sie uns exemplarisch eine Begegnung erzählen? Ja, gerne. Da war ich in München zur Altenpflegeausbildung und ja, ich bin jeden Sonntag in eine andere Kirche, wollte alle Münchner katholischen Kirchen mal kennenlernen und war in einem Dom auch. Und dann wollte ich am Marienplatz unten in der U-Bahn wieder nach Hause fahren. Und da war ein Obdachloser gesessen und hat gerufen, Schwester! Und ich habe schon gewunken und wollte eigentlich weiter. Und dann weiß ich, warum, ich bin stehen geblieben, bin zurückgegangen, habe mich zu ihm hingesetzt, was ich sonst auch nicht tue, schaue ihn an und er roch herrlich, herrlich. Und er fragt mich, riechst du was? Und ich sage, hast du einen auf den lieben Gott getrunken? Und er schaut mich erstaunt an. Und ihm kamen schon die Tränen und wir haben uns unterhalten. Ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht. Es war Zärtlichkeit. Es war ein so inniger Moment. Und dann habe ich mich verabschiedet, wollte heim. Und ich laufe ein paar Schritte, auf einmal kommt ein Mann und drückt mir 20 D-Mark damals in die Hand. Und ich sage, wie, das ist für meinen Freund? Und dann bin ich zurück und habe gesagt, ich habe was für dich. Nein, das will ich nicht. Du hast mir so viel gegeben. Ich will das nicht. Ich habe gesagt, komm bitte. Ich brauche es nicht. Du brauchst bestimmt. Nur wenn du mit mir essen gehst. Naja, dann hatte ich den Salat. Ich musste ihm helfen, die Tüten tragen. Wir sind zu so einer bayerischen Gasthaus da auf dem Marienplatz und wir haben Weißwürste gegessen. Niemand hätte getraut, ihn wegzujagen. Es war ein inniger Moment. Und solche Begegnungen vergisst man nicht mehr. Wie wenig man braucht, um Menschen ein bisschen Freude zu machen. Sind das auch vielleicht diese kleinen, nach außen hin vielleicht auch unscheinbaren Momente, die dann durchtragen letzten Endes? Ja, unbedingt. Ich denke, wir dürfen nicht mal aus dem Haus gehen ohne unseren Liebsten. Noch ein gutes Wort zu sagen. Der Tag ist so schnell vorbei. Wenn dieser Tag vorbei ist, der kommt nie wieder. Und den ganzen Tag könnten wir so viel Zärtlichkeit verbreiten. Und manchmal ist alles so selbstverständlich und wir vergessen,
wie wunderbar der andere ist. Und wir müssten es viel mehr sagen, auch unseren Kindern. Die brauchen so viel Zuwendung und Zusprache. Die sind auch so vielen ausgesetzt, was auch negativ ist. Aber immer sagen, ich kenne es von mir als Kroatin, nicht wir schmusen noch heute, meine Mama und ich, nicht einfach mehr Zärtlichkeit schenken. Und ich glaube, das hat mich so richtig auf die Spur gebracht. Ich sage es auch jedem Kellner oder überall, wem ich begegne, in Hotels. Na, junger Mann, Sie sehen aber gut aus, geht es Ihnen gut? Ich versuche einfach, das weiterzugeben. Und wir hätten so eine Chance jeden Tag mit kleinen Dingen. Es müssen keine großen sein, aber der Tag ist wirklich so kostbar. Und der Erfolg gibt Ihnen ja auch recht, auch in der nicht-christlichen Szene. Sie sind ja auch eine gefragte Rednerin bei durchaus größeren Konzernen oder auch in weltlichen Kontexten. Ja, es ist unglaublich. Ich habe fast 200 Veranstaltungen im Jahr und fast nur Vorträge. Und neben diesen christlichen Gemeinden, natürlich katholische, evangelische, Freikirche, bin ich wirklich bei unglaublich tollen Firmen eingeladen. Ob für artgerechte Tiernahrung, tolle Firma, oder in Kiel war ich mal beim Verband selbstklebender Etiketten und Schmalspurkonvertoren oder beim Friedhofskulturkongress. Als der Mann anrief, sage ich, jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Der sagte, wir sind ja in der gleichen Branche. So sage ich, was machen Sie denn, Beerdigungsunternehmer? Ah, habe ich gesagt, Sie bringen sie runter und ich muss gucken, wie sie drauf kommen. Gell? Also es ist ganz lustig bei Sparkassen, Führungskräften. Was erzählen Sie denn dem Verband der selbstklebenden Etiketten, würde mich an dieser Stelle interessieren. Ja, die haben diesen schönen Vortrag gebucht, der befreiende Umgang mit Fehlern. Und der ist wirklich gerade für die Firmen auch so, wie gehe ich mit meinen eigenen Fehlern um? Noch interessanter, wie gehe ich mit den Fehlern der anderen um? Wie gehe ich mit Fehlern im Betrieb um und in unserer Gesellschaft? Denn es gibt keine Fehlerkultur mehr. Nicht, sobald du einen Fehler machst, wirst du abgeschossen. Und wir sind so Menschen und Menschlein und ein paar Fehler passieren. Und wir sollten so großzügig sein. Und Vergebung ist ein wichtiger Punkt. Und da merkt man, jeder Mensch, egal in welcher Führungsschicht, braucht auch einen, der sagt, ist okay. Sie hatten gerade gesagt, 200 Vorträge im Jahr, auch das fast in so einem Nebensatz. Bleibt Ihnen denn noch Zeit für diese, auch für diese zärtlichen Momente mit Gott, für das Gebet zum Beispiel? Wie schaffen Sie das? Ja, erstmal bin ich jemand, der überhaupt nicht gerne schläft. Und mit Gott hat es in der Nacht angefangen, also ist das auch gerne. Und dann bin ich so viel im Auto unterwegs, wir hören so viel Lobpreis, wir haben so viel Zeit auch zu beten. So viele Geschichten werden mir anvertraut, Schicksale, und die kann ich Gott gut weitergeben. Und für mich ist Gebet der ganze Tag. Ich meine, Gott ist die Sonne und ich kann nie draus fallen, auch wenn Wolken da sind. Für mich ist das alles. Teresa von Avila, meine Namenspatronin, sagt, egal was du tust, ja, sei ganz dabei, dann ist es Gebet. Und für mich ist Gott alles. Ich sehe ihn überall, in jeder Begegnung, und deswegen trenne ich gar nicht, jetzt bete ich und jetzt lebe ich, sondern ich babbel ständig mit meinem lieben Gott, sagen wir mal so, den ganzen Tag. Und das ist meine Kraft, ist meine Quelle. Sonst könnte ich das nicht schaffen. Und der Humor auch. Wundervollste Menschen an meiner Seite, die an mich glauben, die mit mir beten jeden Tag, die mit mir auch diese Veranstaltungen stemmen. Und wenn man so geliebt wird, dann kann man viel tun. Und natürlich ist es auch anstrengend, weil man wirklich 70.000 Kilometer im Jahr bin ich hier, in allen deutschsprachigen Ländern, aber es ist einfach, die Begegnung ist so wundervoll und die Vorträge strengen nicht an, aber die Umstände manchmal in Hotels und was man alles so erlebt, aber ich bin so eine Businessfrau plötzlich, aber es ist schön, mal unter den Menschen wirklich zu sein, was die jeden Tag zu leisten haben. Wir sind manchmal so weit weg von der Kirche, von den Menschen, und ich merke es jeden Tag, wie wichtig es ist, dass wir präsent sind, da wo die Menschen sind, und die sitzen eben nicht mehr in der Kirche. Die sind in den Büros, die sind in den Cafés, die sind am Arbeitsplatz. Wir könnten jedem, dem wir begegnen, so einen kleinen zärtlichen Moment schenken. Deswegen, ich denke, wir Christen viel mehr verliebter sein und es viel mehr zeigen. Wir trauen uns das gar nicht. Dabei haben wir die großartigste Botschaft der Welt. Die haben die anderen nicht. Sie haben keinen persönlich liebenden Gott. Aber ich denke, wir dürfen ein bisschen verrückter sein und nun ein bisschen was anstellen und ein bisschen von dieser Freude weitergeben. Davon haben wir heute ganz viel gehört von Ihnen. Wir hatten gerade das Skateboard, wenn ich nochmal zusammenfassen darf. Wir hatten die Vinzentinerinnen natürlich. Wir hatten die eigene Gründung der kleinen Kommunität. Wir hatten Jörg Pilawa. Wir hatten die gefragte Rednerin. Was kommt denn in den nächsten Jahren noch auf uns zu, wenn wir von Schwester Teresa lesen und hören? Ja, auf jeden Fall noch einige Bücher. Das Neueste ist jetzt auch fertig geworden. Die Seele braucht mehr als Pflaster. Da ist es wirklich so ein Buch, Worte, die heilen. Weil wir einfach, jeder wird mal gekränkt und manche
nimmt es so mit. Und wir haben manchmal wirklich mit schwierigen Menschen zu tun. Und das Buch gibt so viel Hilfestellung. Ich hoffe, dass es auch ganz gut ankommt. Und mein neues Gebetsbüchlein ist auch jetzt gerade rausgekommen. Und ich möchte noch einige Bücher schreiben und ich möchte noch ganz viel Vorträge machen. Und ich träume immer ja auch von einem kleinen Restaurant. Ich koche ja auch sehr gerne mit einem Tisch, ob 5 oder 20 kommen. Und ich habe noch so viel vor. Aber ich sage immer, du weißt, was du willst. Und wenn du mich wieder schubst, dann werde ich es tun. Ich denke einfach, ich überlasse es immer dem lieben Gott. Aber ein bisschen verrückt möchte ich immer noch bleiben. Wir freuen uns drauf, auf die kleinen Schubser des Herrgott bei Schwester Teresa. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und uns von Ihrem Leben, von Ihrem Wirken erzählt haben. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.